Hallo liebe Freunde, Servus, herzlich willkommen zum großen Fazit-Video von Vegan for Fit Gipfelstürmer. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt den Tag ohne Upload von mir gut überstanden. Endlich mal kein Video von den Typen. Okay, also jetzt zum Fazit vom Buch. Alle Gerichte im Buch waren wirklich, wirklich lecker. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Okay. Wir machen es ein bisschen genauer. Wie waren die letzten 7 Tage für uns? Also für mich war das definitiv eine Herausforderung. Ich habe nämlich noch nie innerhalb von 7 Tagen 21 Gerichte gekocht, die ich noch nie gekocht habe, und das alles nach einem strikten Plan. Die eigentliche Challenge für mich war allerdings nicht das Buch, sondern die Challenge, jeden Tag ein Video auf YouTube hochzuladen. Das erklärt übrigens auch die Augenringe, die von Video zu Video mehr geworden sind. Was hat uns gut gefallen? Also alle Gerichte waren wirklich, wirklich lecker. Wir haben ganz, ganz viele neue Inspirationen bekommen. Wir haben wieder mit ganz unterschiedlichen Obst und Gemüse gearbeitet, mit vielen Nüssen, mit Kräutern. Und das war richtig toll. Ziemlich überrascht hat mich die Facebook-Gruppe zum Buch. Dort herrscht nämlich eine sehr positive Stimmung und durch die Erfolge der anderen wird man dort auch ziemlich motiviert. Die Frage aller Fragen: Haben wir abgenommen? Wir müssen leider etwas gestehen. Wir haben die Challenge nie gemacht, um Gewicht zu verlieren, und deshalb auch keine Waage mitgenommen. Im Apartment war auch keine Waage und deshalb wissen wir es einfach nicht. Ich glaube aber schon, dass ich vielleicht 1-2 Kilo abgenommen habe. Was hat sich alles verändert? Ich habe mich ziemlich gut gefühlt. Ich habe in den Nächten immer sehr wenig geschlafen durch die Videos, hatte aber ziemlich viel Energie. Ich habe mich wohl gefühlt. Funktioniert das Konzept? Wenn jemand abnehmen mag oder so wie wir aus einem ungesunden Trott ein bisschen ausbrechen mag, dann kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Wenn man sich genau ins System hält, dann funktioniert das Abnehmen definitiv, und das ohne viel zu hungern. Ich meine, ich hatte schon manchmal Hunger. Das Schöne ist, immer wenn der Hunger kommt, gibt es meistens auch gleich wieder Essen. Für wen ist das Buch nicht geeignet? Menschen, die Untergewicht haben, Menschen, die keine Zeit haben, oder Menschen, die Bodybuilder sind und gerade in der Massephase. Für diese Leute ist natürlich nur das ganze Programm, diese 7 Tage, nichts, aber die leckeren Rezepte können sie natürlich trotzdem probieren. Und was ist mit euch? Macht ihr jetzt die Challenge weiter? In diesen 7 Tage 21 Gerichte Umfang werden wir die Challenge definitiv nicht weitermachen, aber wir werden sehr viele Gerichte in unseren Alltag integrieren. Außerdem sind im Buch noch 21 Rezepte und die wollen wir unbedingt ausprobieren. Wer hat das signierte Buch gewonnen? Ich habe so viele nette Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Ich würde das Buch gerne jedem geben, einfach auseinanderreißen. Jeder bekommt ein paar Seiten. Vermutlich mag das nicht jeder und deshalb müssen wir leider auslosen. Hier sind alle Namen drinnen. Gewonnen hat Nilo. Nilo1220. Nilo, melde dich via YouTube oder über Facebook oder irgendwie sonst. Dann kann ich dir das Buch schicken. Wie geht es mit diesem Channel weiter? Ja, wie bisher eben. Jeden Donnerstag gibt es ein neues Video pro Woche, also mindestens ein Video. Vor Weihnachten gibt es aber noch ganze 3 Videos. Ich habe im November nämlich leckere Kekse gemacht und die Rezepte, die mag ich euch unbedingt noch zeigen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann wieder ein Challenge-Video. Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es mir runter. Ich mag nämlich nicht ganz aufhören. Zum Abschluss möchte ich noch Danke sagen, nämlich an euch da draußen, die in den letzten Tagen auf meinen Channel gekommen sind und so nette Sachen geschrieben haben. Ohne euch wäre das alles nur halb so lustig gewesen. Und danke natürlich noch an Attila für das signierte Buch, für das Pushen, für alles. Danke. Die letzten Tage waren auf jeden Fall sehr schön und sehr intensiv. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Aber so ganz vorbei ist es ja nicht. Und zum Abschluss zeige ich euch noch einmal alle Essensbilder von den letzten Tagen. Vielen Dank nochmal, dass ihr da seid. Ich hoffe, wir sehen uns bald, bald wieder. Bleibt so, wie ihr seid. Alles Gute, viel Spaß und tschüss.